Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Haunting Ground. Was habe ich mir dieses Spiel angetan? Ja, ich weiß auch nicht, warum uns Debilitas jetzt überall gefunden hat. Ich hoffe, dass er jetzt erstmal etwas im Garten bleibt. Er ist ja auch der Gärtner. Oh, Spoiler. Ja, er ist der Gärtner dieses Schlosses. Und vielleicht hat er ein Blümchen gesehen und findet es so schön, dass er so mehr Aufmerksamkeit bekommt als Fiona. Und ja, ich habe gerade an der großen Uhr in diesen in Fionas Zimmer gespeichert und habe jetzt gerade Yui gelobt dafür, dass er uns beschützt hat und von Debilitas einiges einstecken musste. Ich werde dem Guten jetzt was denn noch? Azoth? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Es scheint, als ob jemand versucht, mir aus diesem Albtraum herauszuhelfen. Ja, bestimmt. Ich möchte jetzt unseren süßen kleinen Yui etwas Dörrhuhn geben. Wie gibt man das denn nun mal den Hund? Nein. So, will ich doch. Hier, Yui, weil du ein ganz braver, toller Hund bist. Ja. Was sind das eigentlich für Klatschgeräusche? Come on. Lass uns schnell hier abhauen, Yui. Ist das alles nicht geheuer? Oh, das wird immer lauter. Ich glaube, das kommt von hier. Wollen wir mal spannern gehen, Yui? Ich hoffe, Debilitas kommt gleich nicht wieder um die Ecke gejumpt. Oh, Daniela. Unser Hausmädchen. Ich habe gespoilert den Namen. Where is he? Wie viel man durch so ein Schlüsselloch sieht, ey. Ach, der Where Mensch. Is the old man? Where's he hiding? Oh mein Gott. Er schlägt eine Frau. Yui, wir müssen was unternehmen. Obwohl. I won't let him touch her. Do you hear me, old man? The Azoth is mine. Oh Gott, sie hat uns bemerkt. Nee, ne? Sag nicht, der Dick ist wieder hinter uns her. Dann würde ich aber komplett ausrasten. Ich guck gleich, was ihre Gedanken waren. Ich möchte erstmal hier weg. Ach. Yui, Verzeihung. Du musst ja auch irgendwie runterkommen. Ich vergaß die Schätzelein. Tut mir wirklich leid. Du musst den etwas unbequemen Weg nehmen. Aber, mein nicht. Ja, was war das denn für eine komische Cutscene? Ich will es gar nicht wissen. Auf jeden Fall sahen wir da den Mönch, auch Mönch genannt, und die Hausfrau Daniela, wie sie geschlagen wurde. Ich muss dich nochmal loben, weil du so brav bist. Weil du so ein ganz braver, toller Hund bist, ja. Ein ganz braver, toller Hund.
Oh Gott, ey. Jetzt können wir ja mal Fionas Gedanken nachsehen. Ricardo, es ist, als ob er verrückt oder so ist. Wer weiß, was er als nächstes tut. Oh mein Gott! Ja, der in der Mönchskutte ist Ricardo. Alejandro. Fernando. Ja, ja. Komisch, komisch. Und ich möchte hier speichern. Sehr gerne sogar. Und ich möchte auch nicht, dass uns der Dicke jemals nochmals verfolgen würde. Und ich möchte kurz noch meine Energie auffrischen. Von Debilitas hat man ja einiges abbekommen jetzt. Ach. Dieses Spiel ist so wunderbar. Ich freue mich immer wieder. Und ich speichere nochmal ab. Einfach so. Ich möchte eigentlich gar nicht weiterlaufen. Aber es bleibt uns übrig, ne? Huey. Come on. Ja. Ich hätte ja Debilitas am liebsten auf diese Falle gelockt und dann die Augen da angestellt. Man kann ja nicht alles haben. Mal gucken. Die Verbindung muss wohl getrennt worden sein. Es ist kein Freizeichen zu hören. Ach, Scheiße. Denk mal, ich kann die Polizei rufen und dann trotzdem. Was ist das? Magnesium. Ich habe Angst, dass der Dicke uns gleich hier irgendwie entgegenkommt. Erstmal hier aufschließen. Da draußen geht's nämlich. Was ist Huey? Nach draußen, aber ich möchte jetzt nicht gucken gehen. Hier gibt's glaube ich noch irgendwelche Vasen. Ja, da. Zwei auf einmal. Doch. Unser Huey. Da ist noch eine Vase. Was ist das? Antimonpulver. Dann erkunden wir mal das Schloss. Oh, sorry, Huey. Huey. Come on. Möchte ich hier schon lang? Geh erstmal hier gucken. Okay, hier kann man nicht lang. Gut zu wissen. Sonst wäre ich hier wahrscheinlich wieder vor Debilitas geflüchtet und gegen ihn gelaufen oder sowas. Hier kann man, glaube ich, auch nirgendwo hin. Nein. Ist ja doll. Na dann komm. Wollen wir mal weiter, ne? Oh Mann, ich mach mir in die Hose. Huey. Come on. Oh Gott. Gleich mal mein Albtraumraum. Huey. Huey.
Tut mir leid, ich bin gerade voll leise. Weil ich ständig Angst habe, Debilitas kommt. Oh, der Puppenraum. Der freaks me so out, ne? Oh. Da ist eine Puppe in den Stuhl gesunken. Ist das vielleicht das Kinderzimmer? Ja, geil. Warum ist da eine Puppe in einem Käfig? Vielleicht versucht jemand nur eines seiner Wertsachen hinter Schloss und Riegel zu halten. Aber dann vielleicht auch nicht. Ja. Vielleicht auch nicht. Was ist das? Es ist eine Schachtel, aber ich kann sie nicht öffnen. Dafür habe ich mir diese Platte gemacht. Magnus, glaube ich. Und ich benutze die einmal. Hoffentlich kommt da nichts Böses. Inquisitor-Ohrringe. Jadehalsreif. Mal schauen, was das so ist. Halsreif. Jadegrün wie ein tropischer Ozean. Verlangsamt den Verlust der Lebenskraft und beschleunigt Erholung. Hohe Chance, Angriffe zu meiden. Okay. Und die? Silberne Ohrringe, gestaltet nach Uroboros. Uroboros. Mhm, okay. Erhöht langsam Geschwindigkeit, mit der du dich von der Panik erholst. Ich rüste die mal aus. So, und den Jadehalsreif auch eigentlich. Weil Lumineszanten sind ja nicht so vertreten. Ich möchte schnell weiter, um ehrlich zu sein. Oh ja, der Raum ist toll. Was ist das? Agnus Dei. Sieht so aus, als ob das der Titel dieses Dioramas ist. Ich glaube, Agnus Dei ist so, Dingenskirchen. Agnus Dei. Irgendwas mit Opferlamm und so? Christliche Kirche oder so? Hat das was damit zu tun? Come on. Good boy. Yui. Du bist ein ganz braver Kerl. Ich möchte hier mal gucken gehen. Weil ich weiß, was da ist. Quietsch- und Knallgeräusche kommen aus dem zweifelhaft aussehenden Loch. An diesem Loch scheint förmlich... alles an diesem Loch schreit förmlich, gehe nicht hinein. In das Loch hinein, genug Loch. Dies, meine Lieben, ist ein alchemistischer Raum. Interessant, was? Hier ist etwas geschrieben. Variatio Machina. Durch die Verwendung eines Medaillons kann man Gegenstände in neue Dinge verwandeln. Der neue Artikel wird grob durch die Farbkompatibilität des ursprünglichen bestimmt. Ja. Arbum Weiß wird hauptsächlich zur Schaffung von Objekten benutzt, die von ihren menschlichen Erzeugern verwendet werden. Rubrum Rot. Also falls ich das falsch ausspreche, dann tut's mir leid. Wer mich berichtigt, ist ein Klugscheißer. So einfach ist es. Wird zur Bildung von Antimon und Magnesium benutzt. Viride, grün, wird zur Erzeugung von Medaillons und anderen metallischen Objekten benutzt. Viola, blau, wird hauptsächlich zur Erzeugung von Opferdarbietung an Tieren und Untiere benutzt. Perpetuum Machina. Je nach Bedürfnis des Benutzers kann sie Mengen von Antimonpulver und Magnesium produzieren. Wenn man nicht die Mittel hat, sich zu schützen, sollte man hier Zuflucht nehmen. Aurelius Billy. Ah, schön. Das Buch sieht fast... Ach... Ach... Heisch. Ah. Kies. Stellt eine kleine Menge Lebenskraft wieder her. Mundus. Beruhigt die Nerven derer, die es benutzen. Ich frage mich, was diese Kombination wohl bedeuten sollen. Eine Truhe zur Aufbewahrung von Kleidern. Ich habe ja noch nicht durchgespielt, also kriege ich noch nichts. Hier kann man diese... Ich habe nur drei Medaillons. Irgendwas da raus... Dingsen. Oh, geil.
Och Mann. Ja, geil. Es ist leer. Leck mich doch am Arsch. So. Och Mann. Och Mann, wie kann man so viel Pech haben? Ja. Toll. Die anderen will ich jetzt nicht verprassen. Was für eine merkwürdige Maschine. Ich frage mich, wofür man sie wohl benutzt. Merkwürdig. Aber gibt es auch nichts weiter zu sehen. Ich werde nur kurz in den anderen Raum gehen und da abspeichern. Come on. Wo ist mein Yui? Yui. 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 Come on. Ich habe keine Ahnung, wo Yui ist. Den werde ich dann das nächste Mal suchen. Aber ich möchte erstmal speichern und diesen Part beenden, weil ich sehr viel Angst habe. Und ja, dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Lenin und so. Haut rein. Tschö.